Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Farmers Dynasty. Ja, ihr Lieben, der nächste Tag hat angefangen und ist angebrochen und wie ihr sehen könnt, der Rubel rollt. Ich kriege immer noch Geld fürs Feld. Der werte Hilfsarbeiter ist fleißig, über Nacht hier noch am Arbeiten. Gut so für ihn. Nee, Spaß. Ja, wir genießen hier den Morgen, den Sonnenaufgang. Ja, kaum gesagt, schon sieht schöner aus. Cool. Jetzt hält noch das Käffchen in der Hand und alles wäre gut. Aber das überspringen wir mal im wahrsten Sinne. Ups. Gut, es ist ein nächster Tag angebrochen und wir wollen mal gucken, wie fleißig unsere Hühner waren. Aha. Also, mit 8 Stück hatte ich 20. Mit 10 Stück bin ich jetzt mal gespannt. Na. Gut, gucken wir mal. 25. Ja, kann sich sehen lassen. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die gute Stube. Ich hoffe, ich mache hier keinen Fehler. Ups. Ups. Ich hoffe, die werden dann noch mehr wert dadurch. So. Kochen. 25 Stück sind gekocht. Jups. So. Was wir jetzt machen? Wir laufen mal schnell zum netten Händler. Ist hier nur ein Katzensprung um die Ecke. Ach so, by the way, Katzensprung. Sobald wir mal selber Sachen einlagern sollten, sollten wir auch zusehen, dass wir Katzen haben. Uns Katzen holen. Wir können uns mehrere holen im Agrarlager, weil sonst kommt sämtliches Nagetier und hat viel Spaß. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Ja, du kannst helfen, indem du dein Milchbubi-Gesicht mal bearbeitest und diese komische Brille absetzt. Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? So, ich brauche nichts. Du brauchst, ohne es zu wissen, hier. Nimm das. Bang. Was ist das? Ach so, kann ich dir dann auch ein Gewächshaus züchten und dann an dich verkaufen? Eigentlich wäre es lukrativ, weißt du. Ich züchte Rosen und verkaufe dir dann die Blumensträuße. Sei das heißt es nur für 50 ein Strauß. Falscher Weg. Gut. Das ist ein guter Mann. Oh, hier ist noch ein Pilz. Ich habe einen Pilz. Jetzt müssen wir das Geräusch von Super Mario. It's a Mario. Mario Nobody. Spaß. So. Wir haben Money, Money, Money. Das ist schon mal gut. Unser Trecker steht da hinten. Nee, das würde ich noch nicht machen. Und ich muss mich bei meiner lieben Frau bedanken. Sie hat mir soeben einen leckeren Kaffee gespawnt. Sie hat mitbekommen, als ich hier oben auf dem Balkon stand und vom Kaffee sprach. An dieser Stelle vielen lieben Dank, Schatz. Was? Ich verliere. Ach, das fängt schon an mit den Mäusen. Sauerei. Ich muss jetzt Katzen holen. Aber ich hoffe mal, dass ich die Katzen nicht füttern muss. Katzen, ihr habt hier noch Futter rumlaufen. Das nennt sich Mäuse. Hört sich martialisch an, aber ist Natur. Ich bin. Ja, und ich muss dahin.
So, gut. Also ja, ich mache das auch in echt, weißt du, ich gehe hier zum Agrarzentrum und kaufe mir da Katzen. Hallo, mein Name ist Alf, ich hätte gerne einen Katzencheck. So, wo sind sie da? Sind sie Cat? Ich kann mir eine Katze holen. Wow. Tada! Naja, sollte das wie im realen Leben sein, dann würde ich sagen, das erledigt sich sehr schnell. Wenn ein Kater in der Nähe ist, dann werden es sehr schnell mehr Katzen. Weil am Bauernhof, huiuiui, das geht schnell. So, schauen wir uns jetzt mal um. Animals. Möchte ich. War das mal? Ich kann nur 9 Stück. Das ist ja teuer. Hui. Und ich sag mal so, eine Tonne Futter, das ist nichts. Eine Tonne Futter, das für 9 Kühe, das ist nichts. Also, ihr Lieben, nicht so ungut. Ich würde sagen, Kühe machen wir jetzt erstmal noch nicht. Das machen wir erst, wenn wir selber unser Feld bestellen können und dann auch ja, das Heu wiederverwerten. Dann hat sich das erledigt. Kaufen wir uns einen Gockel. So. Habe ich doch gehört. Ich habe das erst nicht gesehen, aber was gehört. So, fahren wir nochmal hier hin. Mein Kaffee. Mit Liebe aufgebrüht. Schauen wir uns das jetzt nochmal an. Er ist noch dran. Uiuiui. Das ist richtig lukrativ, muss ich sagen. Das war der Raps, ne? Nochmal die Karte. Schauen wir uns mal gerade die Felder an. Die Felder sind quasi gleich groß. Obwohl, das hier ist noch das kleinere Feld. Ich weiß halt nicht, ob ich 2 Stück gleichzeitig. Aber wisst ihr was? Probieren wir es. Hallo? Klick, klicke die Klick, Klick. Klappt. Und ihr wisst, was wir machen. Wir speichern, bevor das Spiel sagt, nö. Computer sagt nein. Nobody sagt doch. Da, 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 da. Ich gehe mal ein bisschen näher ran für den Sound. Okay, man hört. Ich habe ja das Spiel ein bisschen leiser gemacht. Man müsste aber noch alles gut hören. Hier sind wieder die Zeitlupentiere. Ja, das weiß ich. Ich habe die Befürchtung, man kann immer nur einen Auftrag geben. Sobald er damit fertig ist, springt er sehr wahrscheinlich dann hier hin, beziehungsweise holt sich dann sein Equipment. Ja, ich will das gerade mal beobachten.
Es wäre cool, wenn aber trotzdem zwei zeitgleich arbeiten könnten. Aha, doch, es geht, es geht, es geht, es geht. Seht ihr, hier ist der Mähdrescher und da kommt der Trecker. Haha. Los. Make my day. Ich werde etwas hungrig. Sauerei. Jetzt bin ich aber nicht mehr hungrig. Ja, wir werden uns damit anfreunden müssen. Die arbeiten jetzt nicht so sauber, ne? Die werden immer so circa bis 98, 99% alles bearbeiten, also abernten oder kultivieren und so weiter, pflügen. Ist halt so. Ich habe aber keinen Zweifel, dass die das noch verbessern werden, dass es so in etwa wie im Landwirtschaftssimulator funktionieren wird. Fahr mich nicht platt hier. Ohne mich gibt es keine Kohle. Aber du, Junge, machst es, wie ich es eigentlich gestern, also gestern. Nee, das war nicht gestern, das war quasi im Game vorgestern. War das, ja, die vorletzte Folge. Folge 3. Wie ich das beschrieben habe. Einfach so Kreise fahren. Okay. Ja, why not, wenn es klappt. Aber hier sieht man gerade, wenn man steht, ja, ist eine schöne Furche. Na gut, ich lasse euch mal machen. Na, der hier ist richtig lukrativ. Meine Güte, Raps. Danach müssen wir uns entscheiden, was angepflanzt wird. Ich klicke jetzt einfach mal. Ich kann es nicht anklicken. Ich kann es nicht. Schade. Gut, machen wir das später. Was ist das? Dein Hof. Aber dieses Zeichen. Ich wäre ja dafür, dass wir sagen. Lupin. Ja, und Raps finde ich schade, dass man das macht. Disteln. Das wäre cool. Das wäre cool. Weil Raps ja Rapsöl oder Biotreibstoff. Ne? Diese Möglichkeiten. Und Distel kannst du auch ein richtig gutes Öl herstellen. Ich glaube, Distelöl ist das bekömmlichste Öl, was es gibt. Überhaupt. Ich glaube, das gesündeste. Ja. Wir müssen mal gucken. Ich genieße gerade noch meinen Kaffee. So. Wie sieht's Inventar aus? Ja. Wo ist denn überhaupt die Katze? Sieht man die überhaupt? Das ist jetzt mal. Oder geistert die hier umher? Wartet die hier unten, Zähne fletschen. Miau. Springt sie mir ins Gesicht. Miau. Nee. Na gut. Vorratskammer. Kondensmittel. Kürbissuppe. Lecker. Also mal unter uns, mit Tomaten würden sich viel mehr Sachen anstellen lassen. Ich weiß ja noch nicht, ich kenne noch nicht die Rezepte. Ich kenne sie jetzt noch nicht auswendig. Gucken wir uns mal kurz an. Insofern wir auch alles sehen. Puh. Also ein bisschen schade. Weil der Bauernhof würde eigentlich das schon mal bieten, dass wir selber Nudeln herstellen könnten. Und wenn wir selber Nudeln herstellen, was würde sich dann noch anbieten, als lecker Tomatensauce dazu zu machen? Wir haben ein Gewächshaus. Es wäre cool, wenn man dann noch Kräuter implementieren könnte. Und dann hätte man eine schöne, ja, Kräuter-Tomatensauce zum Beispiel schon mal. Wäre eine Möglichkeit. Es wäre aber auch cool, wenn wir noch hier so eine Abteilung hätten, wo wir die Milch verarbeiten könnten und nicht nur kochen können.
Das bedeutet, dass wir dann Käse draus machen, Schmand, Crème fraîche, Weiß, der Geier, Butter, alles Mögliche draus. Das würde einem wieder mehr Möglichkeiten bieten. Man könnte sogar sagen, also ich fände es cool generell, wenn man sagen könnte, okay, man könnte das Gelände noch selber editieren, noch Gebäude dahinzustellen. Da könnte man so einen kleinen Hofverkauf machen oder so ein kleines Hofrestaurant. Frische vom Lande, lecker von Nobody. Okay. Jetzt war's. Frische vom Lande hört sich so standardmäßig gut an, aber lecker vom Nobody hört sich dann so, brauche ich nicht. Nee, Spaß. Der Baum sieht interessant aus. Und es ist auch interessant, dass. Naja. Gut. Ich glaube, der Mähdrescher ist fertig. Jo, jo. Okay, du bist noch eine Weile dran. Meine Frage jetzt ist, sehen. Maiskorn, Gerste, Raps, Erbse, Soja. Erbsen würde ich dann noch eher als Soja sehen. Für diejenigen unter euch, wo ja vegan oder vegetarisch sich ernähren, Soja ist da sehr wahrscheinlich ein fester Bestandteil eurer Ernährung. Okay, ich als damals in meiner veganen Zeit habe Seitan bevorzugt. Aber Erbsen bieten einem noch was. Es gibt jetzt mehr Produkte aus Erbsen. Die Fasern von den zubereiteten Sachen kommen mehr halt drauf hinaus. Ja, es ist eher von der Konsistenz wie richtiges Fleisch. Klar, es wird jetzt die ein oder anderen Veganer oder Vegetarier unter euch geben, die sagen, ja, das hat ja nichts mehr damit zu tun mit vegan oder vegetarisch, das braucht man ja nicht und so weiter. Oder sogar normal, also omnivoren, normal ernährende Menschen, die dann sagen werden, ja, wenn man Vegetarier oder Veganer ist, warum macht man dann sowas? Dann braucht man sowas nicht. Ich sag so. Wenn man ja, in Anführungszeichen normal aufwächst, alles Mögliche isst, auch Fleisch, und dann sich dann irgendwann mal entscheidet, Vegetarier oder Veganer zu werden, fällt etwas weg. Geschmack, Aromen und so weiter. Und sei es auch die Konsistenz. Und da sollte man wenigstens mal so weit denken und sagen, okay, ja, die Person versucht dann halt sich nur wieder so ein ähnliches Aroma zu holen oder auch die Konsistenz, weil wenn er, nehmen wir ein Beispiel, ihr ernährt euch jetzt nur noch wirklich von Obst und Gemüse, beziehungsweise Gemüse, es ist ja sehr säurehaltig und wasserhaltig, das ist halt nicht mit Fleisch zu vergleichen, auch das Kauen nicht, ne? Da fehlt einem was. Und man versucht das ein bisschen zu kopieren, aber man bleibt dann entweder vegetarisch oder vegan. Und das ist dann einfach, war bei mir der Grund, warum ich dann auch so Fleischersatz gesucht habe. Aber wie gesagt, das muss jedem überlassen bleiben, selber. Man kann niemanden zu etwas zwingen. Wer vegetarisch leben will oder vegan, der soll so leben. Wer omnivor, also normal leben möchte, soll so leben. Keiner hat jemand anderen vorzuschreiben, wie er leben soll und was er essen soll. Meine Meinung. Aber das ist auch ein sehr, sehr empfindliches Thema, weil eine Seite sagt dann meistens, ja, hier böse da und die andere dann ja auch böse da. Keine Seite hört sich eigentlich zu. Deswegen leben, leben lassen ist ein delikates Thema. Okay, delikat ist auch wieder jetzt ein böses Wort dabei. Ein empfindliches Thema. Gut, und genug geschwafelt. Hallo? Feldpflügen, bitte. Ich hätte das hier einmal geflügt. Freundchen.
Also ich hoffe mal, dass das Feld noch weiter gepflügt wird, weil das hier ist gerade nicht akzeptabel. Ich habe schon mal den Flug angehängt, weil wenn notwendig, muss ich das selber machen, weil es geht nicht, dass er jetzt hier aufhört. Ihr seht ja selber, hier das Feld ist es. 39% sind nur gepflügt. Naja, wir werden sehen. Probieren über Studieren. Geht über Studieren. So, kann sein, dass man halt nicht zweimal einen gleichen Auftrag geben darf. Oder kann. Wir werden sehen. Puh, na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sind noch am Ende einer Folge angekommen. Ja. Wir haben das jetzt mit den Feldern gesehen. Wir haben uns eine Katze geholt. Yippie! So. Ja, ich sag so. Dafür war die vorherige Folge ein bisschen länger. Ach, da ist sie ja, die Mieze. Na du. Siehst aber irgendwie wild aus. Pass auf, wenn ja der Hund auf den Hof kommt. Na gut. Gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh, was macht's jetzt? Oh, du hast was gesehen. Gut, wenn ihr Ideen, Vorschläge oder Tipps habt, ich freue mich immer, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, würde euch sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Nobody. Tschüss.